Und ihr kommt zu mir, wir kommen zum Finale. Ihr seid sowieso schon längst fürs Finale vorgesehen gewesen und ihr habt es doch noch geschafft. Hab ich's gesagt? Ja! Ja! Ihr seid im Finale. Claudia, es geht los, oder? Ja! Finale! Jetzt geht's um Barfuß oder Lackschuh und auf jeden Fall um eine ganze Menge Kohle. Absolut! Kommt hier rechts neben mich, kommt hier links neben mich. Es geht um viel Geld. Um sehr viel Geld. Ihr seid die Finalisten. Ihr spielt jetzt im Finale um 45.000 Euro und ihr um 50.000 Euro. Uff. Nah beieinander, nur einer wird gewinnen. Okay? Es wird der ultimative Stresstest für euch, denn ihr seht schon, ihr fahrt in den Urlaub. Gemeinsam mit allem, was davor nötig ist. Ich werde euch gleich durch die einzelnen Prüfungselemente führen, erst wenn es losgegangen ist. Aber erstmal ziehen wir euch um. Wir sehen uns gleich wieder. Geht bitte dort rüber. Dankeschön. Dankeschön. Schick seht ihr aus. Danke. Beziehungsweise gemütlich, oder? Ja. Ist doch gut. Haben wir gut gemacht, ne? Ja, es geht auch gleich ins Bett. Ich lese euch aber erst, bevor ihr ins Bett springt, die Regeln vor, okay? Okay, es ist das Finale. Im Finale müssen die Paare ihren Flug kriegen. Um zu gewinnen, müssen sie mit ihrem Gepäck als Erste am Check-in-Schalter ankommen. Das ist der da vorne. Die Aufgaben auf dem Parcours dorthin werden ihnen erst unterwegs gestellt. Startsignal ist das Klingeln des Weckers. Eure erste Aufgabe besteht hier und auch bei euch drüben in dem anderen Raum darin, diese Klamotten hier anzuziehen, vollständig anzuziehen, inklusive der Socken und Schuhe darunter. Das wird das Erste sein, was ihr sofort, wenn der Wecker klingelt, machen sollt. So, für euch geht es um 50.000, für euch um 45.000. Ab in die Falle. Bitte zudecken bis ans Kinn, ihr drüben im blauen Salon. Bis oben zudecken und bitte die Hände über die Bettdecke. Ne? Mit den Schuhen ins Bett. Ihr dürft die Schuhe auch ausziehen, ganz wie ihr wollt. Wie ihr das zu Hause macht. Ja. Ja, wenn ihr zu Hause mit Schuhen ins Bett geht, dann seid ihr nackt. Dankeschön. Bin ich froh, dass wir nicht bei euch sind. So, ja. Bis hochziehen, Hände über die Bettdecke. Sehr gut. Ich gehe mal drüben kontrollieren. So, da auch. Sehr gut. Okay. Es ist kein Spiel, es ist eine Prüfung. Los geht's! Sehr gut. Alles anziehen, was ihr dort findet. Auf dem Ständer. Schuhe nicht vergessen nochmal. Du bist so lange. Die Jacke auch anziehen? Ja. Was? Anziehen, egal. Sehr gut. Noch ist alles drin, alles möglich. Wobei die roten Zwerge sind schon weit. Der ganz gut. Das ist schon. Oh. Okay, ihr seid nicht nur im Ausziehen professionell, sondern auch im Anziehen. Alles anziehen, okay. Wenn ihr alles anhabt, in die Koffer alles packen, was in den Regalen ist. Aber wirklich alles. Jedes Buch, jeden Teddy, jedes Spiel. Und es sind dort Tickets zu finden auf dem Regal, die ihr am besten an euch nehmt. Die werdet ihr später brauchen. Ja, gleich. Alles in die Koffer. Und denkt daran, gut einzupacken. Ihr habt nur zwei Koffer. Es muss alles reinpassen. Sehr gut, auf dem Bett, das ist schon schlapp. Auch ihr, ihr Lieben, Ilona, zwei Tickets sind dabei irgendwo, separat einstecken, nicht liegen lassen. Ah! Oh, ihr seid aber ordentlich. Sehr. Hey, Alter, der geht nicht. Oh. Weißt du, wie man Luft rauslässt auf so einem Kamino? Kann ich draufspringen? Nee. Da ist meistens so ein Ventil. Ja, hier, aber egal, was ich dann mache. Ja, da muss man dann. Naja. Oh mein Gott. Alles einpacken. Aber beide Paare haben eine Taktik. Beide Paare machen das, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Packt ihr oft zusammen ein? Ja, geht so. Keine Flamingos, wie du siehst. Ja, ich merke schon, du bist immer noch am Flamingo, sehe ich gerade. Ja. Ja? Nein, der Teddy und die Bücher. Der Teddybär. Der passt aber bei mir nicht mehr. Ganz wichtig, die Koffer müssen verschlossen sein. Ihr müsst den Reißverschluss wirklich zuziehen. Jetzt gibt er langsam auf, ne?
Bibi, lass es einfach. Für euch als Info, die anderen haben fast alles eingepackt. Ja, Bibi, lass es einfach. Mach den anderen Koffer auf. Dann Koffer bin ich mal hier. So. Komm schon. Ja, Gewalt hilft. Oh mein Gott, Scheiße. Setz dich. Wir haben das natürlich vorher alles ausprobiert und genau festgelegt. Es ist durchaus möglich. Nur falls ihr denkt, das kann ja überhaupt nicht gehen. Doch, wenn man halbwegs sinnvoll packt, geht's. Komm, ich mach so jetzt. Ja, sehr gute Technik. Sehr gut, Ingo. Super gemacht. Mach mal. Komm, nimm den Scheiß kaputt. Sehr gut. Hier hängt doch was. Die Scheiße hier. Aber Ingo, pass auf deine Körperteile auf. Ja. Ja, sonst müssen wir die wieder durchklappen und so. Da geht nicht zu. Was machst du? Bügeleisen nicht vergessen. Das geht nicht. Bücher. Hier ist doch Scheiße. Alles mit drin. Hast du noch was? So, gib bitte doch hier. Jetzt hier. So, mach du da mal zu. Ja. Ja, ihr holt auf. Sehr gut. Hässlichen. Jesus. Passt alles. Kurz das. Oh mein Gott. Wenn ihr alles eingepackt habt. Also ich brauch dich. Durch hier. Die Tür nach draußen. Ich brauch die dich. Koffer. Hier. Ja. Hinten auf die Autos laden beide und losfahren. Oh kräftig in die Pedale treten. Verschluss im Arm. Ist eine weite Strecke. Komm, mach das Ding jetzt rum. Das Band muss nicht unbedingt drum, ne? Ja, der Reißverschluss. Der Reißverschluss. Ja, dann muss das Band rum. Ja. Wenn ihr den Reißverschluss zerstört habt, dann müsst ihr ein Band drum machen. Oh mein Gott. Oh, meine Fresse. Das geht so schwer. Gute Taktik. Pass zu und dann die Bücher. Scheiße, irgendwie ist der Reißverschluss kaputt gegangen. Wirklich? Ja. Dann müsst ihr auch so ein Band nehmen. Hier liegen die Bänder. Da müsst ihr ein Band drum machen. Dann los. Sehr gut. Tickets. Durch die Tür zum Auto. Aufladen hinten und losradeln quasi. Ihr müsst in die Pedale treten. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schlaue Packtechnik. Durch die Tür, mein Lieber. Durch die Tür. Hast du die Tickets? Genau wie die anderen. Und los! So schnell ihr könnt. Okay, das ist im ersten Gang. Was ist das denn? Wir haben die Übersetzung ein bisschen geändert. Nur ein bisschen, ne? Ein kleines bisschen. Oh mein Gott. Aber ihr seid super dran. Dreh nach da, ne? Da. Ja. Da, geradeaus. Ja. Wenn ihr gleich dort angekommen seid, müsst ihr mit eurem Auto andocken. Vorausbuzzern, dann geht das Licht an. Wenn ihr hier angekommen seid, die Koffer, beide, so schnell wie möglich auf die Tische. Warum? Ihr habt zu viel Gepäck. Ihr müsst neu laden, ihr müsst neu einpacken. Ihr müsst auf die beiden Koffer. 38 bis 40 Kilo packen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ihr mehr oder weniger habt, müsst ihr später nach dem Wiegen nochmal zurück. 38 bis 40 Kilo. In die Pedale, los! Gib das! Ja, los. Die Blauen sind schon fast da. Gleich. Und die Koffer. Auf den Tisch. Und ihr auch. Gas geben. Noch ist alles möglich. 38 bis 40 Kilo. Beide Koffer verteilen. Neu umpacken. Ja, neu umpacken, Mensch. Schmeißt alles raus, was ihr nicht braucht. Hauptsache, ihr habt in beiden Koffern zusammen 38 bis 40 Kilo. Und die Koffer schnell auf den Tisch. Ich mach den schon mal auf. Machst du mir Abkühlung? Der ist im Arsch, die Wahrheit. Ja, ich weiß, dass der im Arsch ist. Mein Gott. Ja, und das Bügeleisen. Wie ihr das macht, ist völlig egal. Hauptsache, beide Koffer. Ja, wohin denn? Ergeben zusammen 38 bis 40 Kilo. Und dann durch die Testatoren. 15. Bis hier vorne. Ich krieg die Scheiße nicht. Menschenskinder! Ich tu noch das Bier raus. Okay. Kann doch nicht so schwer sein. Können wir den nicht so unter Arm nehmen, wenn der Reißverschluss kaputt ist? Ja, der Reißverschluss ist doch im Arsch. Ja, komm. Nee, hier ist er kaputt. Achso, aber egal. Einfach tragen, völlig egal. Egal. Und hier durch die Tensatoren bis vorne zum Wiegen. Okay, schau mal. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Das ist knapp. Komm, beeil dich. Das ist sehr knapp. Scheiße. Das ist sehr knapp. Den Koffer bitte auf die Waage. Okay, ihr müsst warten. Hilft deine Frau stehen. Und der zweite Koffer hier. Sehr gut. So.
Jetzt geht es als erstes darum. Ich brauche von euch bitte eure Tickets. Mit letzter Kraft, ich danke dir. Und eure Reisepässe. Ach du Scheiße, wo ist die Tasche? Welche Tasche? Das sind die beiden Reisepässe. Sehr gut. Und jetzt geht's darum, seid ihr wirklich mit dem Gepäck drüber oder drunter? 38 bis 40 Kilo. Seid ihr nicht zwischen 38 und 40 Kilo, habt ihr noch nicht verloren, weil wir müssen erst das andere wiegen, dann müsst ihr mit den beiden Koffern zurück und neu packen. Wir schauen. Es sind 36 Kilo. Oh, scheiße. Ihr müsst leider noch mal zurück. Ihr könnt auch einen Koffer da stehen lassen, nur so als Idee. So. Ihr braucht 2 Kilo mindestens. Jetzt wiegen wir vielleicht die beiden roten Koffer. Was brauchen wir jetzt? Diese scheiß Tasche. Eure Tickets. Und die Reise. Tickets, dankeschön. Kannst du mir bitte? Jawohl. Und die beiden Reisepässe. Oh, oh Gott. Ich kann nicht mehr. Okay. Ich schwitze. Und ihr seid bei 40,6 Kilo. Okay. Wie viel brauchen wir? Mein Gott, ihr macht's aber auch spannend. Meine Güte. Nein, lass den da. Ach so. 40,6. Okay. Oh. Oh Gott. Ach du lieber, immer die... Oh. 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 Scheiße. Ja, wir haben uns gewonnen. Ja. Oh, pass auf dich auf. Einfach drauf, festhalten. Sehr gut. Zweiter Koffer. Zweiter Koffer. Den blauen, richtig. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ihr Arm. Oh mein Gott. Noch eine Chance. 38,45 Kilo. Ihr gewinnt Paolo! Super! Ihr gewinnt 50.000 Euro! Oh nein! Sehr gut! Super gemacht! 50.000 Euro! Ja, 50.000 Euro! Kommt zu uns, ihr zwei! Kommt her! 2.000 Euro kriegt ihr von uns! Einen Gutschein für eine Reise im Wert von 2.000 Euro! Wacker gekämpft! Wacker gekämpft! Verdiente Sieger! Super! Sehr gut! Dankeschön! Glückwunsch! Das war natürlich wieder ein wilder Ritt, oder? Aber es ist mal wieder bewiesen, zu zweit geht man nicht nur schöner durchs Leben, sondern auch durch jede Prüfung. Und wenn man sich mit den Macken seines Partners erstmal abgefunden hat, kann man daraus sogar Gewinn schlagen. Bei uns zumindest. Ja, bei Paarlauf. Und denken Sie immer dran, in einer Beziehung ist nicht immer alles eine Prüfung. Manches ist auch einfach nur ein Spiel. Bis zum nächsten Mal bei Paarlauf. Dankeschön!